Matthias, vielleicht noch kurz, ich sage es noch dazu, wir bitte Fragen einfach in den Chat stellen mal, wenn es dazwischen aufkommt während der Diskussion, aber wir laden Sie auch sehr herzlich zum Mitdiskutieren ein, so sich das für alle ausgeht. Und ich glaube, wir sind jetzt noch eine überschaubare Zahl mit knapp 40, können wir auch den einen oder anderen mit Kamera an und Sound on auch zu Wort kommen lassen. Matthias, the floor is yours. Ja, recht herzlichen Dank. Danke vor allem, dass du mich als tollen Moderator angekündigt hast, was ich glaube ich nicht bin. Also das habe ich nie gelernt und aber trotzdem immer wieder mal versucht. Was ich auch noch ergänzend anmerken möchte, viele, viele Leute, die durchaus ganz kompetent zum heutigen Thema sich äußern können, sind nicht in der Runde drin. Also sind nicht nur die, die geeignet sind jetzt in der Runde, sondern auch ganz viele, die auch geeignet sind, sind nicht in der Runde. Aber vielleicht als Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden es sehen. Aber das Thema Kreislaufwirtschaft gewinnt scheinbar zumindest in meiner Wahrnehmung in letzter Zeit doch zumindest einmal so in einigen Insider-Zirkeln schon an Fahrt. Und ich möchte heute ja einen bestimmten Punkt herausgreifen, über der vielleicht ein bisschen, sage ich mal, fast ein bisschen visionäre Diskussion erfordert. Letztlich geht es ja darum, dass aus meiner Sicht die Transformation in eine sozial gerechte und klimaneutrale Kreislaufwirtschaft, ich glaube fast, also das werden wir dann erst viele Jahre später wissen, ob so war. Ich glaube, es ist die größte Herausforderung unserer Gesellschaft seit der Industrialisierung. Wir müssen eigentlich wieder unser gesamtes Wirtschaftssystem, unsere Industrialisierung komplett neu designen. Da haben wir heute wahrscheinlich noch gar nicht wirklich die Lösungen in der Handtasche. Das heißt, wir müssen Learning by Doing während der Reise machen. Dazu dienen solche Formate wie heute. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren sehr oft, sehr viel in unterschiedlichsten Runden uns immer wieder austauschen müssen, um immer wieder ein Stückchen Weg für jeder für sich selbst neu zu finden und zu designen und miteinander auch abzustimmen. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die heutige Runde. Ich stelle ja mal kurz die Runde vor. Und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Der Thomas Jackel wurde schon genannt. Er ist Sektionsleiter der Sektion Umwelt- und Kreislaufwirtschaft im Klimaministerium. In weiterer Folge den Marcel Kreetz, den Geschäftsführer von MatWash, der, glaube ich, modernsten Matratzenwaschanlage Österreichs. Den Manfred Mühlberger. Er ist Unternehmensberater und Präsident des EU-Dachverbandes Ecopreneur, dem European Sustainable Business Federation. Und die Sarah Pfoser, sie ist Wissenschaftlerin, forscht an der Fachhochschule Oberösterreich zu innovativen, nachhaltigen Logistiklösungen. Und ich möchte jetzt gleich mal die Runde eröffnen mit einer, sagen wir mal, den Aspekten aus Politik und Wirtschaft zu unserer Frage. Und zwar frage ich als erstes einmal den Thomas Jackel, weil er ist, sagen wir mal, derjenige, der federführend bei der Koordination der Inhalte der neuen österreichischen Kreislaufwirtschaftsstrategie beteiligt ist, der versucht sozusagen das Ganze irgendwie unter einen Hut zu bringen, die ganzen Aktivitäten und Inhalte und das zu koordinieren und abzustimmen in der Sektion. Ja, Herr Jackel, wann kommt denn nun die neue Kreislaufwirtschaftsstrategie und wie soll damit die Wirtschaft künftig gefordert und gefördert werden, um die Transformation hin zu diesen ambitionierten Zielen zu schaffen? Darf mich herzlich für die Einladung zu diesem Roundtable bedanken. Und danke, Herr Neitsch, für die wichtige Frage. Ja, ich würde heute schon sehr gerne Ihnen gegenüber über ein gelegtes Ei gackern, kann das aber deswegen noch nicht tun, weil in der politischen Abstimmung durch die jüngste Regierungsumbildung auf den Ministerbüroebenen
im Wirtschafts- und im Landwirtschaftsressort neue Referentinnen und Referenten dafür zuständig sind. Und unser Ministerbüro hat in den letzten Tagen mit hoher Intensität versucht, da den Ball wieder aufzunehmen. Die Frau Bundesministerin ist nach wie vor frohen Mutes und sagt auch öffentlich, noch im Juni werden wir die Kreislaufwirtschaftsstrategie im Ministerberat beschließen. Das ist von der Koordination her deswegen auch aufwendig, weil wir ein relativ hohes Commitment haben. Es soll also nicht nur die Umweltministerin diesen Vortrag einbringen, sondern wir wollen das gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Landwirtschaftsministerium tun, um das Commitment des Regierungsprogramms hier zu verankern. Einige inhaltliche Punkte zur Kreislaufwirtschaft. Es ist ein strategisches Dokument, das heißt, es gibt Ziele vor und diese Ziele holen Österreich dort ab, wo es heute steht, nämlich auf keinem sehr Vorzeigepfad Richtung Zirkularität. Wir wollen also in den nächsten Jahren bis 2030 eine echte Trendwende schaffen. Diese Ziele bis dorthin sind auch durchaus realistisch. Sie bedingen allerdings eine Trendwende, um dann in einer Generation tatsächlich ein zirkulär wirtschaftendes Österreich zu haben. Die Strategie fokussiert sich auf die Leistungen und auf die Funktionen, die unsere Gesellschaft nachfragt und zeichnet einen Pfad, wie diese Leistungen mit optimalem Ressourceneinsatz möglich sind. Sie haben selber Klimakrise angesprochen. Ellen MacArthur Foundation, Club of Rome sagen eigentlich alle übereinstimmend, wenn uns die Zirkularität gelingt, dann ist der halbe Weg zur Bewältigung der Klimakrise eigentlich schon gegangen. Sie sagen fördern und fordern selbstverständlich die große Herausforderung. Und ich hoffe, die Strategie kann dazu einen Beitrag leisten. Wir wollen in möglichst allen Sektoren Ressourceneffizienz zu einem ökonomisch motivierten Anliegen werden lassen. Es soll nicht nice to have sein, es soll nicht ein Deckmäntel sein, es soll kein Greenwashing sein. Es ist eine Kreislaufwirtschaftsstrategie. Das heißt, sie muss auch nach wirtschaftlichen Kriterien funktionieren. Sie muss den Gesetzen des Marktes, der Preisbildung entsprechen. Daher brauchen wir Geschäftsmodelle, die die Leistungen im Zentrum haben und nicht den Produktabsatz. Dazu werden wir Beispiele generieren, dazu haben wir viele Beispiele generiert, dazu werden wir Förderinstrumente anbieten, großzügig dotierte Förderinstrumente von der Forschungs- und Technologieinitiative, aber auch von der Umweltförderung des Bundes. Viele, viele Millionen Euro werden hier in den nächsten Jahren in Bewegung gesetzt, allein heute 30, nächstes Jahr 60. Also da werden wirklich große Brötchen gebacken und wir wollen den Informationszugang der Betriebe zu den Geschäftsmodellen und auch zu den Stoffströmen optimieren. Es wird ein Circularity Lab geben, das die Betriebe begleitet. Wir werden Circularity Helpdesks einrichten, wo man sich über Stoffstromqualität, aber auch über Fördermöglichkeiten überlegen kann. Es läuft bereits der Reparaturbonus, 37.000 Anträge werden da schon behandelt, 16.000 sind bereits ausbezahlt. Aus den Mitteln des Resilience und Recovery Fonds werden beispielsweise Getränke, Einrichtungen für Pfandgebinde gefördert. Wir müssen auf allen Manualen spielen. Und wir werden sicher darauf angewiesen sein, dass uns die Wirtschaft sagt, was behindert sie daran, zirkulär zu werden? Gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, die wir verändern müssen? Was hindert sie in der Zirkularität? Das wird unsere gemeinsame Herausforderung sein. Danke. Jetzt haben Sie gesagt, die Wirtschaft soll sagen, was sie für Rahmenbedingungen braucht, um zirkulär zu werden. Jetzt hört man, also insbesondere, also ich habe jetzt unlängst gerade wieder mal ein Interview gelesen, das ist zwar schon das Interview selber schon ein paar Wochen alt vom Präsidenten der Industriellen Vereinigung, dem Herrn Knill, der gesagt hat, so mehr oder weniger sind es meine Worte,
Man ist durchaus bereit, aber die Klimaschutzmaßnahmen, und ich subsumiere jetzt darunter auch einmal Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen, das sehe ich jetzt relativ, sage ich mal, fast schon bedeutungsgleich, dürfen nicht zu einer Deindustrialisierung führen. Also ich interpretiere den Herrn Kniel jetzt so, dass sozusagen das industrielle Produktionsniveau gehalten werden soll. In der Kreislaufwirtschaftsstrategie haben wir aber ein Fernziel, das ist also noch nicht 2030, sondern 2050, die Reduktion des Materialfußabdruckes von derzeit 33 Tonnen pro durchschnittlichem Menschen in Österreich auf 7 Tonnen, was so das global nachhaltige Maß ist. Das heißt aber, die Materialströme müssen runter. Das heißt, auch die Produktionsmengen müssen runter. Was bedeutet das für die Industrie? Und kann man sich darauf verlassen, dass die Industrie selbst der Regierung oder der Politik sagt, was sie braucht, um sich selbst zu reduzieren? Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch? Zwei Antworten dazu. Die eine Antwort ist natürlich, wenn man von einer Stahl- oder einer Zementproduktion spricht, die system- und chemisch bedingt einfach CO2 entwickeln muss, braucht man für diese Sektoren sicher auch großtechnische Lösungen. Hier gibt es Ansätze, Sie kennen dieses C2PET-Projekt oder auch die Green Steel-Initiative der Föst, wo man mit grünem Strom versuchen wird, großtechnisch die gezielte Industriesektoren CO2-neutral zu gestalten. Ich glaube, das ist es, was der Präsident Kniel einerseits vielleicht gemeint hat. Das heißt, es gibt großtechnische Lösungen für Bereiche, die schwer dekarbonisierbar sind. Aber, und ich glaube, da muss die industriellen Vereinigung sicher noch ihre Kreativität etwas entwickeln. Es geht auch um die Geschäftsmodelle, die nicht rein produktbasiert sind. Da haben wir versucht, verschiedene Ansätze auch mit der Industrie zu fahren. Da glaube ich, braucht es einen richtigen Kreativitätsschub. Aber ich habe durchaus bewusst gesagt, wir müssen auch die Bereiche, an denen wir selbst arbeiten können, an der Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen, Recycling zum Beispiel, leichter ermöglichen, chemisches Recycling etc. Das heißt, ich glaube, es gibt durchaus auch eine Bringschuld seitens der Politik, hier die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Zirkularität erleichtert wird. Mhm. Sie haben jetzt ein Stichwort gebracht, das finde ich, es wäre eine gute Überleitung oder ist eine hoffentlich gute Überleitung zum Manfred Mühlberger. Und zwar diese doch sehr starke Fixierung der Wirtschaft oder insbesondere natürlich der Industrie auf die Produktorientierung. Jetzt sehen wir, dass die EU-Politik bereits seit mehreren Jahren immer mehr in Richtung ambitioniertere Regulative für Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit schwenkt. Und dabei ist auch immer wieder gerade im Green Deal, auch schon in der Circular Economy Action Plan und in diversen sonstigen Strategiepapieren von neuen Geschäftsmodellen zu lesen. Es ist überall Geschäftsmodelle, Geschäftsmodelle, Geschäftsmodelle. Also es ist gar nicht mehr so sehr die Produkte selbst, die da im Mittelpunkt stehen, schon auch natürlich, aber eben nicht nur. Und jetzt meine Frage an den Manfred Mühlberger. Du bist auch Unternehmensberater, hast mit vielen Unternehmen, großen und kleinen in Österreich zu tun. Kommt das bei den Unternehmen schon an? Sind sich die dessen bewusst, dass sie da eigentlich einen kompletten Paradigmenwechsel in ihrem, sage ich mal, Core-Business machen müssen? Kommt das in den langfristigen Unternehmensstrategien schon vor oder wartet man noch immer auf die Rückkehr der Vorkrisennormalität, unter Anführungszeichen? Also ich würde deine Frage mit einem klaren Nein beantworten. Es ist nicht angekommen, was das bedeutet, auf neue Geschäftsmodelle umzusteigen, mit ganz wenigen Ausnahmen vielleicht. Natürlich, die gibt es immer, einige wenige Unternehmen, die in dem Bereich aktiv sind, aber in der Breite ist es nicht angekommen. Es ist nicht einmal angekommen, auch was Kreislaufwirtschaft überhaupt in ihrer Ausprägung bedeutet. Natürlich, der Begriff ist mittlerweile schon bekannt, wenn man in die Unternehmer geht und spricht, und wir sind ja als Umweltgutachter und als Unternehmensberater tätig, also durchaus auch in Unternehmen, die jetzt von der Umweltseite nicht
nicht gänzlich unbelegt sind, aber auch da ist die Frage, was heißt das für uns, was können wir da überhaupt tun, noch sehr, sehr rudimentär. Ja. Das bezieht sich auf einige Dinge, die schon lang sind, ja, dass man halt Rohstoffe ein bisschen mit Sekundärrohstoffen substituiert, im Bereich der Rohstoffeffizienz vielleicht ein bisschen an der Schraube dreht. Aber die Radikalität der Transformation, und das möchte ich hier noch wirklich dreimal unterstreichen, die notwendig ist, um noch annähernd die Ziele zu erreichen, die wir vorhaben, ich glaube, das ist noch kaum bewusst. Wir haben auch angeschaut, was die großen Unternehmensvertretungen haben, nämlich die Wirtschaftskammer und die industriellen Vereinigung, nämlich genau nichts an Positionspapieren oder Stellungnahmen oder konzeptiven Ansätzen bis jetzt. Also ich habe zumindest nichts gefunden. Vielleicht ist es irgendwo gut versteckt, aber sozusagen öffentlich zugänglich, wie so eine Transformation auch aus der Wirtschaftsperspektive ausschaut, habe ich noch gefunden. Und das ist auch dann der Kontext, denke ich, zu der Aussage von Herrn Kniel, dass die Industrialisierung, die Frage ist, welches Industriemodell entwickeln wir in Zukunft? Und heißt Industrie künftig, dass ich einfach nach wie vor weiter Tonnen an Materialien oder Maschinen produziere? Oder ist ein Industriebetrieb dann einer, der eben mit neuen Geschäftsmodellen, und das ist der zweite zentrale Begriff aus meiner Sicht neben der neben den Geschäftsmodellen Wertschöpfung generiert. Weil die zentrale Frage ist, wie können wir künftig Wertschöpfung generieren in dem System? Da hat der Herr Jakl gesagt, die Kreislaufwirtschaft muss den Gesetzen des Marktes genügen und der Preisbildung. Wenn der Markt so bleibt, wie er jetzt ist, dann wird es nicht funktionieren. Ja, wir müssen den Markt radikal verändern, weil mit den derzeitigen Marktbedingungen werden Kreislaufwirtschaftsmodelle immer Nischenprodukte bleiben in der derzeitigen Marktlogik, da die Preise genau jetzt das abbilden, was wir haben, nämlich die lineare Wirtschaft. Das heißt, wo wir ansetzen müssen, ist an den Marktbedingungen. Ohne die, und das ist dann natürlich in hohem Maße auch Aufgabe der Politik, ohne die zu verändern, wird es auch für die Betriebe sehr schwierig, da was zu sagen. Also Resümee, noch weniger angekommen, da müssen wir noch viel tun. Das ist das eine, darum ist es auch für die Wirtschaft, glaube ich, sehr schwer zu sagen, was sie braucht, weil sie nicht einmal noch weiß, wo es wirklich hingehen soll, im Großen gedacht. Also da müssen wir auch wesentlich ansetzen und wir müssen parallel an den Rahmenbedingungen massiv arbeiten und an anderen Incentivierungen, die natürlich die Kreislaufwirtschaft befördern. Aber da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Nämlich, und das sage ich auch mal, wenn man, wie ich als Präsident von Ecopreneur, auch die Diskussion in Brüssel verfolgt und dann nach Österreich schaut, dann hat man das Gefühl, was in Brüssel abgeht, ist in Österreich praktisch noch nicht angekommen. Wir haben heuer ein ganz entscheidendes Jahr in der Kreislaufwirtschaft. Es laufen ganz viele Initiativen. Gerade die Sustainable Products Initiative ist in Brüssel in der Begutachtung. Hierzulande, glaube ich, kaum wahrgenommen, außer natürlich von dem Herrn Jakl natürlich und seinen Mitarbeitern wieder klar. Aber in der Breite oder in der Wirtschaftsvertretung wird das kaum reflektiert. Ja, das klingt für mich so ein bisschen nach einer Mischung aus gordischem Knoten und Henne-Ei-Problem. Also ein gordisches Henne-Ei-Problem sozusagen. Ich nehme so ein bisschen auch so in der politischen Diskussion wahr, wenn eine Krise am Horizont auftaucht, so wie jetzt zum Beispiel diese Geschichte mit dem russischen Gas, wo man sich auf einen Boykott vorbereiten muss und einen Notfallplan nach einem Notfallplan gerufen wird. Die Industrie fordert die Regierung auf, einen Notfallplan zu machen. Ich tue das jetzt einmal symbolisch in unsere Kreislaufwirtschaftstransformationsthematik übersetzen. Also die Wirtschaft fordert die Regierung auf, einen Plan zu machen. Die Regierung macht einen, der heißt dann Kreislaufwirtschaftsstrategie, soll demnächst veröffentlicht werden. Und wünscht sich in dieser Strategie von der Wirtschaft die Impulse, welche Rahmenbedingungen sie denn braucht. Die wiederum weiß das eigentlich gar nicht, was sie braucht. Manfred, nachdem ich dir jetzt gefolgt habe, ist das eigentlich noch gar nicht so angekommen bei den Unternehmen, dass sie mitkriegen, dass sie künftig was anderes brauchen als bisher. Und jetzt parallel in dieser doch sehr verfahrenen Situation gibt es aber die kleinen, wunderbaren, ich nenne es mal Inselchen der Nachhaltigkeit,
Und eine davon, also zwei davon haben wir heute hier da, und die eine davon möchte ich jetzt den Marcel Kretz bitten, dass du kurz darüber etwas sagst. Am Beispiel Matratze, das ist ein ganz einfaches Produkt, kennt jeder, braucht jeder, außer die Leute, die am Nagelbrett schlafen. Und anhand dieses relativ einfachen Produktes, das man in der linearen Wirtschaft einfach ja aus Rohstoffen möglichst billig irgendwo anders, wo es die Produktion noch billiger ist, herstellt, nach Österreich fährt, hier verkauft und dann hofft, das in steigenden Mengen künftig tun zu können, weil man muss als Unternehmen ja wachsen. Das ist quasi so das klassische lineare Matratzengeschäftsmodell. Und das wird jetzt gerade durchbrochen, Marcel, durch euer Unternehmen. Ihr wascht Matratzen und sorgt dafür, dass die viel, viel länger genutzt werden können. Außerdem propagiert ihr hochqualitative Matratzen, wo das auch möglichst lange geht, mit guter Produktqualität, die dann womöglich auch noch möglichst nahe oder heimisch produziert werden können, die dann auch von den Eigentümerinnen und Eigentümern dieser Matratzen gut gepflegt werden sollen und dann ein paar Mal halt während der Lebensdauer gewaschen werden sollen. So je nach Hygienebedürfnis, ob Allergiker oder Nicht-Allergiker, kann das alle 1 bis 3 Jahre notwendig sein, wenn ich dich richtig verstanden habe aus diversen Vorgesprächen. So, und jetzt dieses Geschäftsmodell ist eigentlich eine Kombination aus guter Produktqualität, da haben wir mal Produktdesign drinnen, guter Pflege von den Leuten, die das nutzen, die müssen das einmal wissen, wie man überhaupt gut pflegt. Das machen Unternehmen ja heute auch selten, dass sie ihre Kundinnen und Kunden darüber informieren, weil sie wollen ja eigentlich eh bald wieder was Neues verkaufen. Und dann noch das Waschen und wieder in den Kreislauf bringen. Das heißt, welche Geschäftsmodelle sind nötig und was brauchen Unternehmen, um schon heute solche Modelle wettbewerbsfähig zu machen? Also du versuchst ja gerade, dich in dieser Nische zu etablieren, hast das Unternehmen noch nicht sehr lange und ja, es ist entsprechend schwierig, nehme ich mal an, aber es ist der Weg der Zukunft. Wie kann das jetzt schon unter den derzeitigen Rahmenbedingungen gelingen? Wie gelingt es dir? Du musst noch das Mikrofon einschalten, bitte. Vergesse ich auch immer. Vielen Dank. Erst einmal danke vorher, weil du gesagt hast, dass wir die beste Matratzenwaschanlage sind. Das hoffe ich, weil wir die einzige sind in Österreich, in der Dachregion. Deshalb, aber trotzdem danke. Ich glaube, einmal allen voran, was für unseren Bereich gilt, ja, das gilt auch für sehr, sehr viele andere Bereiche. Ja. Und da kann man definitiv sehr, sehr viel erreichen. In den unterschiedlichen Bereichen, in unserem Bereich, im Bereich Matratzen, ist es, wenn alle Stakeholder in einem Bereich zusammenarbeiten. Ja? Und das beginnt wirklich ganz am Anfang. Das beginnt mit der Rohstoffgewinnung, geht aber dann über die Produktentwicklung, weil wie das Produkt heute entwickelt ist, ja, das entscheidet, wie ich es am Schluss vielleicht reparieren kann, wie ich es rezyklieren kann, wie ich das machen kann. Also das sind entscheidende Sachen. Auch die Produktion. Ja, wo ist die Produktion? Wo wird produziert? Wird regional produziert? Wird am anderen Ende der Welt produziert, wo es tendenziell möglicherweise weniger Regeln gibt für den Umweltschutz, als es regional oder in Europa gibt. Und dann geht man natürlich über den Handel. Der Handel, der muss auch, hat auch eine Responsibility. Die Responsibility vom Handel ist jetzt nicht, auf Gedeih und Verderben noch und noch und noch Matratzen zu kaufen, sondern da geht es darum, den Konsumenten darüber aufzuklären, was ist wirklich möglich? Wie habe ich ein Produkt so lange wie möglich bei mir zu Hause? Ja? Und nicht nur sagen, ja, legst dich einfach drauf und dann haust das weg und so, sondern ihm wirklich die Tools an die Hand zu geben und dass man sich diese Dinger, diese nachher wirklich während der Nutzung unterhält. Und nach der Nutzung, ja, nach der Nutzung gibt es dann die Möglichkeit des Recyclings. Ja. Das wird collected, das ist auch, was man braucht, zum Beispiel die Sammlung dieser Rohstoffe und dann das Recycling, was in unserem Fall sowohl chemisch als auch physisch geschehen kann. Das heißt, man kann nachher
nachdem die Matratzen nicht mehr genutzt sind, die Matratzen rückbauen zum Beispiel, wieder in die Materialien und aus denen wieder Matratzen machen, oder man kann etwas anderes daraus machen, wie zum Beispiel Matten oder Dämmmaterial. Das zeigt auch auf, weil wir vorher war das, dass die Industrie immer Angst hat, ja, wir produzieren weniger. Ja, es kann natürlich nur in diese Richtung gehen, ja, dass wir weniger produzieren, aber wir verlieren nicht, weil es eröffnen sich dadurch, ja, ganz andere Geschäftszweige, ganz andere Möglichkeiten in diesem Bereich. Was sehr, sehr oft übersehen wird bei diesem Paradigmawechsel, dass trotzdem, dass weniger produziert wird, das eröffnet viele Chancen für hochtechnisiertes Recycling, zum Beispiel, da redet man von chemischen Prozessen oder wenig technisierten oder Unternehmen wie uns, die servicieren. Und also das hat sehr viel Zukunftspotenzial, eben solche Modelle. Ja, danke, das klingt also doch endlich einmal hoffnungsfroh. Für mich kurz zusammengefasst, eine Dematerialisierung des Konsums heißt mehr Arbeit statt mehr Material und mehr Technologie, mehr Hightech, um sozusagen intelligenter das Ganze bewirtschaften zu können mit weniger Material. Klingt durchaus nach einer guten Zukunftsperspektive. Und da möchte ich gleich anknüpfen mit der Sarah Pfoser. Die forscht in so einem Bereich, wo eigentlich so etwas gemacht wird, wo man versucht, mit einer doch deutlich erhöhten Intelligenz bestehende Lösungen anders zu machen. Frau Pfoser, ein sehr großer Teil der aktuellen Materialverschwendung erfolgt ja durch Verpackungen. Mit Recycling alleine kann man hier keine 80-prozentige Reduktion des Materialfußabdrucks erreichen. Also bleiben als Alternative Mehrwegsysteme im Getränkebereich, kennen wir die ja sehr gut. Aber im Onlinehandel, der gerade ja aktuell explodiert, sage ich mal, also im positiven Sinne, also er steigt sehr, sehr stark. Und damit auch die dort verwendeten Verpackungen, selbst wenn ich die Verpackungen jetzt als Monomaterialien designe, meistens Kartons, und die dann auch wirklich brav ins Recycling schicke, ist es trotzdem nicht wirklich effizient und ein geschlossener Kreislauf. Und Sie arbeiten stattdessen eigentlich gerade mit sehr vielen Partnern aus der Wirtschaft an einer Mehrwegverpackung im Onlinehandel, im Versandhandel, und haben das, glaube ich, auch schon getestet. Erzählen Sie uns vielleicht ein paar Worte drüber und was kann man da auch für andere Geschäftsbereiche daraus lernen? Und welche, vor allem, schaffen wir damit diese 80-prozentige Reduktion des Materialfußabdrucks mit so einem System? Sehr gerne. Ja, von meiner Seite zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich darf eben heute unser Greenpack-Konsortium vertreten. Greenpack ist genau dieses Projekt, das Sie erwähnt haben, dieses Pilotprojekt, wo wir derzeit Mehrwegverpackungen für den Onlinehandel testen. Und wenn ich vom Konsortium spreche, dann meine ich damit die Österreichische Post, die da auch mit uns gemeinsam der Leadpartner ist. Und unsere 5 Handelsunternehmen, Tchibo, Thalia, Intersport, Interspar, Weinwelt und DM, die derzeit eben die Mehrwegverpackungen in ihrem Onlinehandel testen. Das heißt, wenn jetzt Konsumentinnen oder Konsumenten bei einem dieser 5 Onlinehändler Artikel bestellen, dann kann das sein, dass das derzeit in einer von unseren ausgewählten Mehrwegverpackungen ausgeliefert wird. Warum machen wir das Ganze? Wir haben uns im Vorfeld schon recht intensiv mit dem österreichischen Onlinehandel auseinandergesetzt, im Speziellen auch mit dem Lebensmittel-Onlinehandel. Wir haben uns die Frage gestellt, warum der relativ zögerlich anläuft in Österreich, weil im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, Frankreich oder dem asiatischen Raum, ist es eben bei uns, ist der Anteil der Online-Lebensmittel nur relativ gering. Und wir haben da repräsentative Online-Umfrage durchgeführt mit über 1000 Konsumentinnen und Konsumenten. Und das Ergebnis hat uns recht überrascht. Also da waren nicht Qualitätsbedenken auf Platz 1 der Barrieren, warum Lebensmittel nicht gern online eingekauft werden in Österreich, sondern eben der Verpackungsmüll. Das heißt, die Konsumentinnen und Konsumenten haben da wirklich schon relativ hohes Umweltbewusstsein entwickelt und
wollen eigentlich gar nicht so gerne im Internet einkaufen, zumindest Lebensmittel nicht gerne im Internet einkaufen, weil ihnen die Berge an Verpackungsmüll einfach schon auf den Nerv gehen. Das Problem kennt ja jeder von uns, wenn man was im Internet bestellt und dann hat man Kartonberge und Plastikberge daheim liegen, die man entsorgen muss. Genau, und genau auf diesen Painpoint der Konsumentinnen und Konsumenten setzt unser Projekt an. Wir haben da eine relativ ausführliche Marktstudie durchgeführt, haben uns über 40 verschiedene Lösungen angeschaut, wie man Verpackungen nachhaltiger gestalten kann. Da waren nicht nur Mehrweglösungen dabei, muss ich dazu sagen, da waren auch zum Beispiel Kartons aus alternativen Materialien, aus Grasfasern zum Beispiel dabei oder Plastiksackerl, Maisstärkesackerl, wie man es auch kennt, von den Obstabteilungen zum Beispiel aus dem Supermarkt. Aber wir sind in unserer Analyse einfach zum Schluss gekommen, dass Mehrweg der sinnvollste Ansatz ist, wo man wirklich am meisten Einsparungen damit erzielen kann. Und wir haben dann die vier vielversprechendsten Anbieter ausgewählt, die auch für das Produktsortiment von unseren Unternehmenspartnern am besten passen. Und genau, zu der Frage, wie viele Einsparungen kann man damit erzielen? Es gibt bereits Lifecycle-Analysen von diesen Anbietern. Diesen Lifecycle-Analysen zufolge kann man ja so von 40% bis zu 87% der CO2-Emissionen einsparen im Vergleich zu konventionellen Einwegverpackungen. Und genau, das ist aber natürlich von vielen Faktoren abhängig. Es hängt einmal von der Verpackung selbst ab, von der Anzahl an Zyklen, die ich erreichen kann. Und wir haben da recht unterschiedliche Lösungen auch ausgewählt für den Test. Ich kann da gern ein bisschen was Herz sagen. Ich habe da neben mir ein paar Muster. Wir haben da so eine ganz normale Kartonverpackung, die faltbar ist und die bis zu 10-mal verwendet werden kann. Also das ist quasi, wenn es der Kunde erhält, dann bekommt er es in diesem Zustand und der Kunde kann es dann flach zusammenfalten und so in einen Briefkasten einwerfen oder in die nächste Postfiliale bringen oder zum Beispiel beim Handelspartner in der DM-Filiale oder beim Thalia zurückgeben. Genau, das ist einmal eine Verpackungslösung. Dann kann ich nur kurz herzeigen, diese Beutellösung, also wir haben nicht nur Boxen, sondern auch Taschen, die wir testen. Auch die kann der Konsument dann, wenn er es entleert hat, zusammenlegen und so flach in einen Postkasten einwerfen. Man sieht auch hier recht schön das Retourenlabel, also es ist schon frankiert, der Kunde muss dann auch nichts zahlen für das Retournieren. Es ist bereits mit dem Label abgedeckt. Und eine dritte Lösung möchte ich noch kurz in die Kamera halten. Das ist eine grüne Tasche. Im Vergleich zu den anderen beiden Lösungen, diese ist aus Kunststoff und nicht aus Holzfaserstoff, besteht jedoch aus recycelten PET-Flaschen. Eine Tasche in dieser Größe besteht circa aus 16 recycelten Flaschen. Und genau, diese Tasche kann man bis zu 100-mal wiederverwenden, während man die beiden anderen Lösungen circa 10-mal wiederverwenden kann. Das sind die Lösungen, die wir im Test haben. Das ist sehr beeindruckend. Also ich muss sozusagen meine anfängliche Anmerkung, dass wir künftig mehr Arbeit und mehr Hightech brauchen, auch um noch ergänzen, um mehr Logistik, weil gerade aus Ihrer Anmerkung, dass man diese Retourverpackungen dann in den Postkasten werfen kann, hat bei mir irgendwie ein bisschen zum Klingeln gebracht, welche Rolle die Logistiker künftig in einer Kreislaufwirtschaft spielen, nämlich eine noch zentralere, als sie derzeit schon spielen, was total spannend und interessant ist. Und damit kommen wir jetzt einmal in die zweite Runde. Und wir haben schon am Anfang ein kleines bisschen frustriert vielleicht festgestellt, wo sich dann dieser gordische Knoten oder dieses gordische Henne-Ei-Problem befindet. Aber eine Möglichkeit, aus so einem Problem rauszukommen, ist ja, dass man versucht, einmal die Problemsicht zu verlassen und in eine visionäre Zukunftssicht zu kommen, wo man sich selbst einmal fragt, wo will ich denn in 10, 20, 30 Jahren überhaupt stehen? Wie will ich mich dort fühlen? Wie soll es dort in meiner Umgebung aussehen? Das heißt, unsere Frage jetzt, wie kann eigentlich ein Zukunftsnarrativ aussehen, dass Menschen und Unternehmen Lust auf ein materialreduziertes Leben macht?
beziehungsweise Unternehmen auch Lust auf eine materialreduzierte Unternehmenstätigkeit macht. Und da möchte ich wieder mit dem Herrn Jackel beginnen, weil es kann dann sein, dass er uns ja in 5 bis 7 Minuten verlassen muss und ihm daher jetzt noch einmal die Gelegenheit geben, jetzt einmal weit auszuholen zu einem positiven Zukunftsnarrativ. Der Doyen der Umweltphilosophie, der Arne Ness, hat gesagt, Wertschätzung beginnt dann zu fließen, wenn man das eigene Ich, also das, wofür man Wert empfindet, erweitert. Und ich glaube, das ist, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, Abfallwirtschaft, das ist auch eine Wirtschaft geworden. Die Leute fühlen sich heute gut, wenn sie den Müll trennen. Sie fühlen sich leider zu gut, sie produzieren zu viel. Und das ist aber auch mit unserer Schuld gewesen, weil wir haben eigentlich über Jahre lang getrommelt, wenn du nur die Flasche in den richtigen Container wirfst, dann bist du auf der sicheren Seite. Und ich glaube, ein ähnliches Gefühl müssen wir erzeugen lernen, dass sich die Menschen gut fühlen, wenn sie Produkte lange benutzen, wenn sie Materialien effizient einsetzen. Am Arbeitsplatz, glaube ich, kann man einen guten Beginn machen. In der Getränkeindustrie sind die Schmiermittel von wässrigen, schäumenden Produkten heute auf Hochleistungsschmierstoffe, Trockenschmieren umgestellt. Es haben sich die Arbeitsunfälle gesenkt, aber das ist mit einem dienstleistungsbezogenen Modell gewesen. Der Schmierstoffhersteller verkauft kein Schmiermittel mehr, sondern er bekommt einen Betrag pro Hektar Liter abgefüllte Flaschen. Und alle Beteiligten fühlen sich mit derartigen Ansätzen besser. Man gelangt zum selben Ziel. Ich habe eine Hochleistungsbrauerei oder Abfüllanlage mit extrem geringeren -80% Chemikalienverbrauch sind hier denkbar. Aber wir haben uns, so glaube ich, so ehrlich muss man sein, Herr Neitsch, Sie haben es selber angesprochen, wir haben uns auch Verdrängungseffekten zu stellen. Transformation wird Verlagerung bedeuten und es wird auch dazu kommen, dass gewisse Produktionsbetriebe nicht mehr so viele, so große Anlagen brauchen. Sicher ist die gute Nachricht, die Arbeitsplätze werden woanders entstehen, aber ich glaube, wir müssen diese Diskussion mit offenem Visier fühlen, wenn wir zu einer Kreislaufwirtschaft kommen, wo Ressourceneffizienz ein Wert ist, der zum Wohlbefinden beiträgt, dann werden sich große Teile der industriellen Produktion verlagern. Ja, danke schön. Manfred, was sagst du, wie kann ein gutes Leben für alle mit einem Fünftel des heutigen Materialfußabdrucks aussehen? Welche Produkte und Dienstleistungen brauchen wir dann eigentlich oder welche brauchen wir nicht? Was können die österreichischen Unternehmen ihren Kundinnen und Kunden künftig dazu anbieten? Oder sollen sie anbieten können? Manfred, wir hören dich noch nicht. Ja, genau. Gute Frage. Die Herausforderung besteht natürlich, dass wir im Tun lernen erst und selber erst drauf kommen, was das alles sein kann. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, und das hat der Herr Jackel auch schon angesprochen, ist, dass ganz klar sein muss, dass es in dieser Transformation natürlich Gewinner, aber auch viele Verlierer geben wird. Wir werden natürlich bei der Umstellung auf neue Geschäftsmodelle. Und wenn man das Matratzenbeispiel hernimmt, sieht man das ja natürlich auch. Die Frage ist, wer bietet diese Dienstleistungen an? A. Und wer sozusagen profitiert dann von der Wertschöpfung? Ja? Weil der Handel wird nicht nur weil er halt ein gutes Gewissen haben will, diese Beratungsfunktion übernehmen, sondern der Handel braucht auch Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen, wenn er weniger Matratzen verkauft. Und das ist genau die Challenge. Ja. Wo verschieben sich die Wertschöpfungspotenziale hin? Wer sind die Akteure? Und die digitale Transformation zeigt ja, dass diese neuen Akteure dann wieder Dimensionen annehmen können, wie Industriebetriebe, Stichwort Uber, Stichwort Amazon und so weiter, die dann andere auch ersetzen. Ja. Also das ist die Challenge. Und das schafft natürlich auch
die Angst oder die Vorbehalte, sich da allzu viel zu bewegen, ne? Weil es besteht natürlich die Gefahr, dass man selber da auch untergeht. Ne? Vor allem, wenn man es nicht weit genug fasst. Und die zusätzliche Challenge heißt natürlich auch, dass es andere Herangehensweisen braucht und damit auch andere Qualifikationen. Auf der umgekehrten Seite positiv, glaube ich, sehe ich, dass diese Themen vermehrt auch von den jungen Menschen auch mehr und mehr aufgegriffen und eingefordert werden. Und die aktuelle Situation, nämlich die, dass Unternehmen kaum mehr Arbeitskräfte finden, macht es dann auch notwendig, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, sich proaktiv diesen Herausforderungen zu stellen. Also das könnte ein Trigger für die Transformation sein, um qualifizierte Menschen zu kriegen, engagierte Menschen, muss ich meine Geschäftsmodelle in Richtung Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft verändern. Das ist sozusagen ein bisschen meine Hoffnung. Ich glaube nicht, dass die Konsumenten jetzt die Hauptadressaten sind, dass man wieder alles auf die Konsumentenschultern ablässt. Ich glaube, dass die Konsumenten per se nicht verschwenden wollen, aber man muss halt auch Alternativen mal anbieten, ja, das im breiten Umfang und leistbar, so wie das ja auch die Kommission sagt. Ja. Also die Kreislaufwirtschaftsangebote sollen für alle zugänglich sein und breit, und dann kann man ja schauen, wie der Konsument entscheidet. Momentan gibt es das auch nicht, und da sehe ich dann schon eher die wirtschaftlichen Akteure als die Hauptadressaten, auch unsere Kreislaufwirtschaftsaktivitäten und strategischen Orientierungen, dass man das macht. Das positive Narrativ war gerade wieder in den letzten Tagen sehr viel in den Medien, auch im Kontext Klimaschutz diskutiert, nachdem die Geisteswissenschaftler und die Naturwissenschaftler vorwerfen oder sagen, die argumentieren sehr stark rational, aber die Alternativen sind noch auch von der anderen Seite kaum zu greifen. Schwierig, ja. Wie gesagt, wir alle, selbst wir, die wir damit befasst sind, haben noch ein mehr oder weniger diffuses Bild von all dem, was da kommen wird. Dem müssen wir uns stellen und wir müssen schauen, dass wir uns auf die Reise begeben. Das, glaube ich, ist die Challenge, und da mitnehmen und informieren und die Leute ins Boot holen, so wie wir das heute versuchen. Mhm. Dankeschön. Halte ich jetzt ganz kurz dazwischen, ja? Matthias. Auf Wiedersehen, Herr Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein. Der Herr Jackel muss weiter eilen und die Kreislaufwirtschaftsstrategie, wann sie kommt oder wann nicht, erklären. Danke vielmals fürs Dabeisein. Okay. Dankeschön. Dich zurück, Matthias. Ja, nur für den Fall, es gibt dann, ich meine, ich weiß, du hast noch viele Fragen, es gibt aber dann auch schon ein paar im Chat. Also sobald ihr soweit seid, lass es mich wissen. Ja, also wir werden vielleicht noch ganz kurz das Zukunftsnarrativ. Marcel, der Manfred, hat erwähnt, die Rolle des Handels, der ja jetzt eigentlich für sich da keine Rolle sieht, weil er ja im Grunde von diesen neuen Geschäftsmodellen, nicht reich wird oder diese Wertschöpfung da nicht darstellbar ist. Du bist als Dienstleister irgendwo dazwischen Herstellern und Handel. Wie erlebst du das? Ist das wirklich ein Problem oder kann der Handel hier auch andere Rollen einnehmen? Oder kooperierst du auch mit Handelsunternehmen? Mikrofon einschalten. Aber jetzt, wir kooperieren auch mit Handelsunternehmen. Das sind große internationale Unternehmen, die sich sehr wohl bewusst sind, dass sie ein Teil des Problems sind, aber gewillt sind, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Was mich in dieser Diskussion ein bisschen stört, ist, dass diese Reduktion vom Materialverbrauch immer gleich mit Verzicht gleichgesetzt wird. Ja. Also ich glaube, dass dem nicht überall in jedem Bereich so ist. Zum Beispiel nehmen wir mal das Matratzenbeispiel. Ja. Also die Matratze, wenn sie sauber ist, wenn sie gut ist, dann brauche ich sie nicht wegwerfen. Ja. Ich verzichte auf nichts, indem ich nicht die Matratze, wenn sie schmutzig ist, oder das Gerät, wenn es kaputt ist, es wegreparieren lasse und dann wieder nehme. Das heißt, ich habe ja noch. Ich glaube, da geht es eher um die Art der Konsumation, wie Leute konsumieren. Und da geht es um die edukative Wirkung, wie man den Leuten das eben präsentiert. Brauche ich wirklich, und da nehme ich wieder das Beispiel, dass ich bei den Kindern in der Schule war, bei meinen Kindern, und mit denen diskutiert habe, brauche ich jedes Jahr ein neues Telefon? Ja? Und um auf deine Frage zurückzukommen, ist es natürlich so, dass
Natürlich verschiebt sich da etwas auch für den Handel, aber in vielen Bereichen, und das glaube ich auch, dass es in diese Richtung gehen muss, werden die Produkte an sich, ja, oder sollten hochqualitativer werden, ja, weil ein hochqualitatives Produkt, ja, länger in Benutzung sein kann. Ja. Und das ist eben genau der Punkt. Und natürlich mit hochqualitativen Produkten, die kosten natürlich ein bisschen mehr, ja, aber dafür habe ich die Produkte potenziell dann viel, viel länger, wenn ich mich auch noch darum kümmere. Also das wäre zum Beispiel ein Tool, natürlich verkaufen sie dann nicht 100 Matratzen, sondern nur mal 50, aber diese 50 Matratzen kosten dann möglicherweise das Dreifache, halten dann aber viermal so lange. Ja? Also so muss man sich das irgendwie vorstellen, aber dass es bei so einem Modell immer Gewinner, Verlierer geben wird, und dass es viele Gewinner geben wird mit innovativen neuen Ideen, wo Ressourcen geschont werden, davon bin ich überzeugt, dass das sehr, sehr viel aufmachen wird. Ja? Aber die Menschen müssen lernen und die Jungen, wie das der Mühlberger auch gesagt hat, die Jungen sind schon sehr, sehr affin, was Konsumation betrifft. Und die sind da schon einen Schritt weiter als wir. Aber da wirklich den Effort reinzulegen, um diese Generation auch zu erziehen, ihnen das, die Möglichkeiten darzulegen und sie dabei zu unterstützen. Frau Pfoser, Sie sind in Ihrem Konsortium doch mit innovativen oder innovativ gewillten Unternehmen in Kontakt, sonst wäre diese faszinierende Projektentwicklung ja nicht möglich gewesen. Wie nehmen Sie Ihre Projektpartner in dem Konsortium wahr? Sind die intrinsisch motiviert? Wollen die einfach ein gutes Leben für alle in der Zukunft haben und daran jetzt arbeiten? Oder machen Sie das, weil Sie müssen? Na, also ich glaube, ich habe absolut nicht das Gefühl, dass sie das machen, weil sie das müssen. Und genau deshalb habe ich auch so eine große Freude, dass ich an dem Projekt mitarbeiten kann, weil einfach schon mehrfach auch von unseren Unternehmenspartner die Aussage gefallen ist, dass sie da gerne eine langfristige Lösung finden möchten, die auch wirklich sinnvoll, effizient nutzbar ist in der Kommissionierung, in ihrer Paketlogistik. Und es eben bewusst, es soll keine kurzfristige Greenwashing-Aktion sein, die wir da jetzt damit machen, sondern es ist wirklich ein Anliegen unserer Partner, dass sie da eine langfristige, sinnvolle Lösung finden. Und es kommt da entsprechend gut bei der Kundschaft unserer Partner an. Also wir verfolgen da so ein bisschen die Social-Media-Kanäle und natürlich auch die Medien. Wir haben auch schon Presseaussendungen gemacht von unserem Projekt. Die Resonanz ist wirklich sehr positiv von allen Seiten, auch von den Medien. Ich habe schon voll viele Interviews gegeben an diverse Journalisten und eben die Social Media Postings. Wir bekommen da echt sehr viel Lob dafür und das ist dann hoffentlich für die Unternehmenspartner auch Anreiz genug, dass über unseren Pilotzeitraum hinaus, der 6 Monate beträgt, also die Verpackungen werden jetzt einmal 6 Monate lang getestet. Und ich hoffe eben, dass sie über diesen Pilotzeitraum hinaus dann noch an den Verpackungen festhalten werden und wirklich ein Rollout stattfinden wird. Ja, das hoffen wir. Jetzt wird es natürlich so sein, wenn man dem Marcel folgt und auch dem Manfred Mühlberger, dann wird es schon so sein, dass in Zukunft ja auch trotz, sage ich mal, noch steigendem Onlinehandel in einer zukünftigen Welt halt hochqualitative Produkte, aber dafür davon weniger auch im Onlinehandel verkauft werden. Hat sich das schon zu Ihren Unternehmenspartnern rumgesprochen, dass die künftig auch weniger verkaufen und das dafür besser? Oder ist das noch nicht so Thema in den Randdiskussionen, sage ich mal? Im Projekt selber war es natürlich kein Thema. Also ich muss sagen, ich kann dem Herrn Mühlberger mit seinem Ansatz absolut zustimmen. Also ich glaube auch, dass das die ganzen Herausforderungen in Zukunft über Geschäftsmodellinnovationen gelöst werden müssen. Und vielleicht, wenn man das umlegt auf das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, auf das Thema Verpackungen, betrifft es genauso das Thema Verpackungen, weil derzeit werden Verpackungen als Produkt eingekauft von unseren Partnern. Und wenn sie das Ganze aber in Richtung ein Kreislaufmodell entwickelt, dann wird es
die Verpackung einfach nicht mehr eingekauft werden, sondern gemietet werden. Also sprich, es wird einen Poolingbetreiber dann geben, ähnlich ein System, wie wir es vor die Paletten zum Beispiel schon kennen. Und die Verpackungen werden dann in einem Pooling-System gehandelt. Und dementsprechend, also das ist unsere Partner auch bewusst, zum Beispiel gerade der österreichischen Post ist das auch bewusst und deshalb machen sie auch das Projekt mit uns, um eben zu eruieren, macht es Sinn, vielleicht auch, dass sie zukünftig als Pooling-Betreiber auftreten in so einem Mehrweg-Kreislauf-System. Das sind die Fragen, die wir in unserem Projekt beantworten möchten. Ist voll spannend. Also ich könnte jetzt noch stundenlang weiter diskutieren, aber jetzt geben wir mal dem Chat eine Chance. Karin, welche hast du da mal für uns eine kurze Zusammenfassung, was wir für Inputs aus dem Chat haben? Du musst dich auch noch einschalten, das Mikrofon. Das machen wir alle. Machen wir das schon seit 2 Jahren wirklich. Es ist unglaublich. und immer wieder. Gleich zu Beginn, ich wollte das gerne noch mit reinnehmen, das ist zwar keine Anschlussfrage, aber ich glaube, vielleicht Manfred, kannst du da was dazu sagen? Sören Bauer hat gemeint, im Entwurf der Strategie, weil es ja zu Beginn um die Kreislaufstrategie gegangen ist, kam die internationale Dimension der Zusammenarbeit zu kurz. Und ich glaube, da greift es jetzt auch wieder in diese Logistikthemen, weil wir einfach die Materialmengen auch nicht skalieren werden können, wenn wir nur kleine Kreisläufe und regionale schließen, sondern wir werden auch für gewisse Unternehmen größere brauchen. Gibt es dazu vielleicht jetzt schon mehr in der Strategie? Hast du da einen Einblick? Ja, nicht genau wissend, wie weit es gedacht ist, aber ja, also 2 Ansätze sehe ich jetzt in der aktuellen Fassung der Strategie. Das eine ist, dass natürlich die aktive Mitwirkung Österreichs an den diversen internationalen Aktivitäten, also vor allem europäischen, also EU-Aktivitäten, stark betont wird, dass wir uns da einbringen, dass das Thema grenzübergreifende Kooperationsnotwendigkeiten vorkommt, einerseits bei der Neudefinition natürlich auch des Abfallbegriffs und der ganzen Abfallregulative, weil wenn Abfälle künftig Sekundärrohstoffe sein werden sollen, dann werden sie auch grenzüberschreitend natürlich sozusagen transportiert und gehandelt werden, sinnvollerweise. Also das ist angesprochen, aber alles natürlich jetzt einmal sozusagen punktuell und plakativ als Aktionspunkt, der noch detailliert werden muss. Ja. Das dritte Thema ist, dass wir auch jetzt neben dem Circular Economy Hotspot Österreich auch angedacht haben, sowas wie eine Circular Region in Anklang oder im Vergleich zu dem, was in die Nordic Circular Region gedacht ist, dass wir hier auch versuchen, international auch in einem größer gedachten Wirtschaftsraum die Möglichkeiten der Kooperation, der Industrial Symbiosis oder andere Dinge zu erschließen. Also ja, ich glaube, es ist deutlich stärker. Ob es hinreichend stark genug ist, müsst ihr euch dann auch anschauen und natürlich auch kommentieren. Danke, Manfred. Und danke, Sören. Du hast jetzt nochmal reingepostet einen Link zu, wie weit andere Länder bereits sind oder bereits gehen. Dankeschön. Ich habe auch rein, also das Thema wird uns noch sehr beschäftigen, vor allem, dass der Reverse Logistics, Circular Supply Chain, Herausforderungen und Risiken, damit gehen wir in den nächsten Roundtable dann auch im Herbst, weil also das ist sicher die Skalierung auch der Materialmengen, das ist sicher ein Thema, das uns noch begleitet. Frau Pfoser, für Sie gab es noch eine Frage auch, eine sehr praktische von Jennifer Gassner. Wie darf der Empfänger eines solchen Wiederverwendung, also ich glaube, das stellt sich auch bei anderen, nicht nur bei Postverpackungen, aber prinzipiell darf dann der Paketempfänger die Verpackung auch selbst weiterverwenden oder ist etwas, was mir nicht gehört, auch immer wieder an den sozusagen Besitzer zu retournieren? Wie ist das gedacht? Also grundsätzlich ist es schon so gedacht, dass die Empfänger das dann retournieren an uns wieder, weil sonst einfach unsere Partner bald die Verpackungen ausgeben, aus dem ganz praktischen Grund. Wir haben jetzt im Pilotprojekt noch kein Pfandsystem, also wir können es die Empfänger nicht verbieten. Aber grundsätzlich ist es eben schon gedacht, dass das zurückkommt wieder zu uns. Das heißt, vielleicht als Nudge nicht zu hübsch machen die Sachen, damit man sie nicht behalten möchte. Naja, ich würde sagen, Pfandsystem war, glaube ich, das richtige Stichwort. Das ist natürlich jetzt bei einem Einzelsystem schwierig zu organisieren.
Aber wenn wir künftig ganz viel Pfand haben werden und ganz ausgeklügelte Logistiksysteme, ist es wahrscheinlich überhaupt nicht schwer, dass jemand auf einem Kundenaccount sich seine Pfandbeträge von wo auch immer gutschreiben lässt und dass die jeweils transferierend übertragbar in alle anderen Kundenaccounts sind. Also ich denke mal, da wird es künftig wahrscheinlich noch intelligente digitale Lösungen geben. Wir sind 3 Minuten vor Schluss. Ich gebe jetzt eine ganz kurze Schlussfrage aus und möchte jetzt einfach nur die Frage stellen an die Expertinnenrunde. Schaffen wir das? Sind Sie pessimistisch oder optimistisch? Und weil jetzt natürlich jeder sagt, ja, das schafft man eh, möchte ich jetzt sagen, auf einer Skala von 1 bis 5, wo 1 bedeutet, wir schaffen das total easy, cheesy, locker, und 5, wir kriegen gerade noch die Kurve, jetzt also im Hinblick der Ziele auch auf die der Kreislaufwirtschaftsstrategie, die der Herr Jakl gesagt hat. Also auf dieser Skala von 1 bis 5 schaffen wir das ganz kurz. Die Runde durch nochmal. Den Jakl können wir jetzt nicht fragen, der ist schon weg. Also fangen wir mit dem Manfred Mühlberger an. 4. 4. Oh, also das ist schon mehr so auf der, das Glas ist ziemlich halb leer Seite. Marcel, was sagst du? Ich versuche ein bisschen positiver zu sein. Ich würde sagen 6, aber was wir definitiv brauchen, ist viel schneller und strengere Vorgaben von staatlicher Seite, Regulatorien, die das eben machen, weil der Mensch ist einfach so gepolt, dass er versucht, immer alles Mögliche so gut wie möglich zu optimieren. Und also ohne Vorgaben bin ich beim Herrn Kollegen Mühlberger. Also bei 4, okay. Frau Pfoser. Die Skala geht von 1 bis 5. 1 bis 5, ja. Okay. Ich würde sagen 3. Ich bin 3. Besorgt, aber durchaus hoffnungsvoll, dass sie die Unternehmen und auch die Privatkonsumentinnen und Konsumenten, die Privatpersonen ihrer Verantwortung bewusst sind mittlerweile und auch stellen werden. Okay, weil das jetzt nur relativ, sage ich mal, nicht repräsentativ war. Karin, magst du auch eine Schätzung abgeben? Naja, nein, ich würde ja gerne, ich bin ja bekanntermaßen Positivist, also das ist Fahrt bei mir, aber ich würde das gern an alle Zuhörenden, an Teilnehmenden werfen. Vielleicht wollen Sie das mal so in den Chat schnell so 1, 2, 3, 4, 5, was so Ihre Meinungen sind, damit wir auch so ein bisschen ein Stimmungsbild haben. Oh, wow. Also ja. Schau mal. Das klackert ja jetzt. Okay. Das klackert und schau dir das an. Ne? Die Leute sind auch wirklich da, auch wenn wir sie nicht sehen. Sie hören zu. Das ist super. Nicht so wie bei meinen Studenten. Wenn es eine Aufgabe gibt, passiert nichts. Schau. Also wir haben wirklich noch immer keinen Einser. Wir haben noch, aber dafür haben wir einen Sechser, habe ich schon gesehen. Ja. Ich glaube, das ist auch. Ja, ich habe auch gedacht, dass es von 0 bis 10 ist. Deshalb der Sechser. Ja? Also, nein. Ich habe gesagt, von 1 bis 5. 1 bis 5. Ja. 1 bis 5. Also ich würde sagen, wir haben eine relative Bandbreite, aber ich muss schon sagen, vielleicht auch wieder, weil ich Positivist bin, ich sehe jetzt mal so auf den ersten Blick sehr viele Vierer. Ja, aber insgesamt kann man doch vielleicht das Fazit sagen, man hört die Botschaft wohl, aber man ist doch noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich, ob wir das gemeinsam als gesamte Volkswirtschaft nämlich in 8 Jahren dieses Zwischenziel und in 28 Jahren dieses große Ziel der 80-prozentigen Materialfußabdruckreduktion, ob wir das schaffen. Also leicht wird es nicht, was ich auch glaube. Aber für mich zeigt es auch ein bisschen, wir brauchen noch ein bisschen mehr Motivation und ein bisschen mehr positives Narrativ, dass wirklich, dass nicht nur alle wollen, sondern auch alle gerne wollen und sich dafür voll ins Zeigel hauen, dann, wenn sie damit nicht reich werden. Und das ist, also das würde ich mir wünschen. Und in diesem Sinne ganz, ganz lieben Dank an meine Mitdiskutierenden. Und Karin, ich darf dich als Host um ein paar Schlussworte
bitten. Wir sind schon eine Minute drüber, aber das ja, danke auch von mir. Der Schluss ist ein relativ knapper. Ich wünsche Ihnen allen einen sehr, sehr schönen Sommer. Arbeiten wir doch über den Sommer mal so ein bisschen an dieser Erzählung. Robert Kremitzer hat auch in den Chat geschrieben, dass Bilder gefragt sind, Stories to tell. Wen das interessiert, bitte einfach auch bei ihm melden. Und ich glaube, dass wir da auch ganz viel Hirnschmalz in unserer Community, also in dieser Circular Community schon haben, dass es uns möglich sein wird, Bilder zu entwickeln, ein Narrativ zu entwickeln. Und ich glaube, dass das geht. Wir haben es schon einmal geschafft nach dem Krieg. Haben wir das schon mal, diesen Aufbau und diese Systemtransformation geschafft. Und jetzt müssen wir aus dieser Aufbaugesellschaft eine Gebrauchsgesellschaft machen. Und das kann genauso schön und interessant und spannend sein, das zu gestalten. Und hiermit wünsche ich Ihnen allen einen sehr schönen Sommer. Wir freuen uns, wenn wir uns im Herbst wiedersehen. Zwei Online-Seminare und das Thema Supply Chain wird uns noch durchwegs länger begleiten. Es gibt noch viel zu tun. Herzlichen Dank von unserer Seite und alles Liebe. Wir hören und sehen voneinander. Danke dir, Matthias. Ich habe nicht zu viel versprochen. Du bist ein super Moderator. Danke euch allen fürs Mitdiskutieren, danke fürs Kommen und Manfred, Sarah, Marcel, auch euch einen schönen Sommer und bis bald. Danke.